Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Wagenpartner in Bielefeld. Heute haben wir mal was ganz anderes hier auf dem Platz stehen. Die wenigsten Kunden wissen es, aber wir machen auch relativ viel im Transportersektor von Volkswagen und auch von Ford. Heute haben wir hier den Ford Transit in der Größe L2 H2, also Länge 2, Höhe 2, als sogenannten L350 mit einem TDCi-Motor, 130 PS und was das Besondere ist bei dem Auto, sogar Front- und Heckantrieb, also Allradantrieb. Das ist ein Fahrzeug, was wir speziell für einen Kunden organisiert haben, der im landwirtschaftlichen Bereich tätig ist, der also ein Fahrzeug braucht, was auch ohne weiteres dann, wenn es schwer beladen ist, jederzeit auch von der Wiese, von dem Acker wieder runterkommt und eben halt auch ein bisschen was wegziehen kann. Hier wird zusätzlich noch eine Anhängekupplung montiert, die ist aktuell noch nicht montiert, aber gerade da, wenn hinten schwere Zuglasten dran sind, gerade dann ist es natürlich wichtig, dass ich auch von der Stelle komme und da kann dieser Allradantrieb sehr, sehr viel bewirken. L2, H2, man sieht schon, wir haben hier eine gewisse Höhe. Wenn ich hier neben stehe, muss ich sagen, komme ich mir ganz schön klein vor. Wenn ich jetzt mal diese Schiebetür aufmache, da haben wir also hier im Laderaum auch wirklich richtig Volumen, was sehr schön ist von der Größe her. Ich kann ohne weiteres 4 Paletten hintereinander reinstellen und kann vor allen Dingen auch hier von der Seite, zum Beispiel mit dem Gabelstapler, mit einer Palette komplett reinfahren. Das heißt also hier, dieser lichte Ausschnitt ist sehr groß, wo also wirklich eine Menge reingeht. Hier drauf treten möchte, hier ist eine Hartfaser-Schichtplatte, da guckt man nicht direkt gleich aufs Blech. Und zum anderen haben wir auch hier nochmal ordentlichen Kunststoffboden mit dabei. Das Ganze ordentlich räumlich getrennt. Hier über diese Trennwand. Und was ich ganz nett finde, ganz schick gemacht bei dem Auto, wir haben eine Laderaumbeleuchtung hier in LED mit drin und vor allen Dingen auch die Hartfaser-Wandverkleidung. Ganz wichtiges Thema, immer dann, wenn Dinge transportiert werden, passiert es halt auch mal, dass es mal nach rechts oder eben halt auch mal nach links irgendwo kippen kann. Das sind dann immer diese bösen Dellen, die seitlich in den Transportern drin sind, wenn keine Schutzwand montiert ist. Hier ist sie montiert, dementsprechend muss man sagen, ordentlich sauber gelöst. Auch hier diese Verkleidung. Hier nochmal mit einer Steghöhe 5 cm, wenn zum Beispiel irgendwo mal Flüssigkeit ausläuft in irgendeiner Form, dann haben wir nicht gleich die Situation, dass die Flüssigkeit irgendwo sich im ganzen Fahrzeug verteilt, vor allen Dingen in den weiteren Unterboden reingeht, sondern letztendlich hier eben halt tatsächlich drauf bleibt. So, ich mache diese Schiebetür mal zu. Jetzt gucken wir mal einmal hinten rum, was wir da haben. Bei dem Fahrzeug hier Heckflügeltüren mit Verglasung und Wischeranlage mit dabei. Also ich habe hier die Möglichkeit, kann rechts die Tür aufmachen, links die Tür aufmachen und könnte zum Beispiel auch, das können wir mal gerade einmal zeigen, hier über eine Entriegelung dafür sorgen, dass ich die Türen rumklappen kann bis hier hinten hin. Das geht jetzt nicht komplett, keine 270 Grad Öffnung, aber eine 180 Grad Öffnung. Und wenn ich dann anschließend das Ganze wieder ranziehen möchte, dann ist das einfach zu machen. Ford hat das hier hinten im hinteren Bereich sehr gut gelöst, weil der Stoßfänger als solches rausgezogen wurde. Ist im Grunde genommen wie eine Trittkante hier, wo ich tatsächlich die Stufen nutzen kann und damit natürlich auch viel einfacher in den Laderaum reinkomme. Ich will jetzt gerade noch mal eins ausprobieren. Ich hier reingehe, wie es ist mit der Höhe. Da sieht man jetzt den Vorteil H2, also doch ordentlich Innenraumhöhe. Wer schon mal einen Transporter beladen hat, weiß, dass das manchmal ganz schön böse sein kann, wenn man mit Schwung eben halt in so einen Transporter reinspringt, die Höhe nicht ganz passt und dann stößt man sich schon mal ganz gerne den Kopf. Wird hier nicht unbedingt zwingend passieren bei der Raumhöhe. Das funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt machen wir mal wieder raus.
schließen wir das Ganze mal. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, der mir immer ganz wichtig ist. Wie hat Ford denn das Ganze im Bereich der Ergonomie gelöst? Also zum einen haben wir hier bei dem Fahrzeug eine Höhenverstellung für den Sitz. Das finde ich schon mal gut. Kann man nochmal eine Ecke tiefer stellen. Ah, ich sehe gerade hier elektrische Fensterheber, also Elektrikpaket ist mit drin. Ordentlich Ablage hier für eine Flasche Wasser. Das finde ich auch immer ganz nett. Das ist immer sehr, sehr angenehm. Multifunktion am Lenkrad, hier sogar, wenn auch Kunstleder, ein Lederlenkrad mit drin. Und vor allen Dingen was Schönes hier vorne auch eine 12 Volt Steckdose. Ich da nochmal was anschließen möchte, völlig unkritisch, völlig unproblematisch zu machen. Zum anderen hier kann ich zum Beispiel auch nochmal was einspannen. Und wenn es jetzt auch ein Navigationsgerät ist als Beispiel. Oben haben wir nochmal große Ablageflächen und Auftragsbücher. Lieferscheine, ähnliches reinpacken kann. Wir haben ordentliche große Sichtblenden. Jetzt so ist, dass mich die Sonne stört. Das hat Ford gut gelöst. In diesem Falle hier bei dem Auto in der Beifahrer Doppelsitzbank finde ich immer sehr, sehr praktisch, weil häufig ist ja schon so, dass man mal irgendwie zu dritt losfährt. Und wenn mir dann irgendwo ein Sitzplatz fehlt, ist das schon ein enormer Nachteil. Also Ergonomie ist gut gemacht. Sitzt hier ganz angenehm in dem Auto. Klimaanlage ist hier mit drin. Ordentliches Radio, Telefon, Freisprecherinrichtung. So, alles vorhanden und ja, das ist schon sehr angenehm. Ansonsten von der technischen Ausstattung würde ich sagen, elektrische Spiegelverstellung gegenüber einem klassischen Pkw fehlt diesem Transporter eigentlich wirklich nichts. Wir haben vorne eine Einparkhilfe, wir haben hinten eine Einparkhilfe und selbst Nebelscheinwerfer sind verbaut in dem Auto. Also der ist wirklich für einen Transporter vom Niveau her, muss man sagen, sehr, sehr gut ausgestattet. Ich selbst habe früher Fiat-Transporter verkauft, da haben wir sehr viele Fahrzeuge gehabt, die ja, sehr schlicht, sehr einfach gestrickt waren. Keine Zentralverriegelung, keine elektrischen Fensterheber, keine elektrischen Spiegel. Alles Dinge, die heute hier in so einem Transporter mit verbaut sind, wo man sagen muss, dass es vom Prinzip her schon vom Ausstattungsumfang einem Pkw sehr, sehr nahe kommt. Das heißt, da fehlt also im Grunde genommen dem Fahrzeug soweit nichts. Optisch schönes Erscheinungsbild. Für meine Begriffe haben die Ford-Leute über die letzten Jahre ohnehin an der Optik sehr, sehr stark gearbeitet. Es gibt ja auch das kleinere Modell, den Transit Custom. Mittlerweile ein sehr, sehr verbreiteter Kastenwagen. Gibt es auch in unterschiedlichsten Motorisierungen, auch in unterschiedlichem Radstand. Die Ford-Leute haben da in dem Bereich wirklich eine Menge gemacht. Okay, so, kurze Beschreibung zu dem Auto. Haben wir soweit im Griff. Wir wollen auch heute kein Riesenvideo davon machen, keine riesen wahnsinnige Erklärung hier, Erklärung da. Wenn da eine Anfrage besteht zu einem Transporter, egal ob es ein Volkswagen, ob es ein Ford-Transporter ist, würde ich mir wünschen, dass Sie gerne auf uns zukommen. Gerne per Telefon, gerne auch per E-Mail, gerne per Instagram, per Videochat, per WhatsApp. Wir haben alle Möglichkeiten offen. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche ein schönes Wochenende. Alles Gute. Ciao.